Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Community. Ja, ihr seht, ich war fleißig und habe mit dem Dach angefangen und wollte euch das jetzt mal kurz zeigen und ja, wollte euch fragen, wie ihr das so findet. Also das Dach natürlich. Und ja, das mit der Erde ist halt nur ein, habe ich nur als Baustoff genommen, damit man hier schön bauen kann und nicht mehr runterfällt. Und ja, also, so sieht es erstmal von oben aus. Ihr wisst nicht, wie lange ich und wie weit ich gelaufen bin, um hier Lehm zu finden. Also ich bin 3 Stunden hier in Real Life durch die Welt gelaufen und da bin, glaube ich, komplett das Inventar hier komplett voll. Und ihr seht es auch hier, ich habe etwas Lehm, etwas Ziegelstein und ja, die letzte Ladung, die brät gerade noch im Ofen. Und ich bin sogar einmal relativ zum Glück am Anfang gestorben. Und ja. Jetzt bauen wir noch schön ein paar Blöcke. Auf jeden Fall noch Dachziegel. Aber ich glaube, selbst das alles hier, was ich jetzt hier zusammenstelle, reicht, glaube ich, einfach komplett auch noch nicht aus, um hier die Dachziegel wirklich fertigzustellen. Oder besser gesagt, das Dach wirklich fertigzustellen. Denn ihr seht selber, es ist einfach eine Schweinearbeit, dieses Dach hier. Also wirklich, ich saß noch nie so lange in Minecraft und habe gefarmt. Also jetzt wirklich komplett 3 Stunden bin ich durch die Gegend gelaufen. Habe Sachen entdeckt, die ich noch nie in Minecraft entdeckt habe. Und ja, jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Dachziegel, aber die reichen immer noch nicht aus. So, haben wir hier. Bleiben wieder 2 Dachziegel übrig. Okay, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen. Ja, und ich wollte euch einfach eigentlich nur mal zeigen, wie das Haus gerade aussieht. Übrigens haben wir gestern hier noch ein Enderportal gebaut und der liebe Jonas Spielecke hat hier auch sein Haus angefangen. Und ja, finde die Kombination eigentlich gar nicht so schlecht. Wir können es mal kurz aus der Ferne angucken. Was hier passiert ist, weiß ich leider auch nicht. Also, irgendeiner ist hier, entweder ist ein Creeper explodiert oder ich weiß es auch nicht genau. Und ja, schade, aber kann man nichts gegen machen. Wenn er dann auf dem Server ist, dann können wir gerne mal gucken. Also so sieht es aus der Ferne aus. Also mir gefällt es mega geil. Ich finde die Dachfenster mega cool. Und ja, die Erde kommt natürlich auch noch weg. Das brauche ich einfach nur als Gerüst. Ist natürlich klar, werde ich auch noch abfahren. Und ja, lasst auf jeden Fall mal in den Kommentaren da, wie ihr das Haus findet und was ich vielleicht noch verbessern kann an meinem Haus oder was ihr sagt, was ihr vielleicht anders machen würdet. Schreibt es einfach in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß. Und ja, ich würde sagen, ich fahre mir jetzt gerade noch ein bisschen Holz. Das brauche ich nämlich auch noch. Das werdet ihr dann auch noch im Laufe der Zeit sehen. Ja, also ich bin eigentlich recht weit mit meinem Haus gegenüber den anderen Teilnehmern hier. Aber ich muss auch sagen, die haben auch sehr, sehr wenig Zeit leider zum Zocken. Aber ist auch selbstverständlich. Ich investiere etwas mehr Zeit gerade, weil ich einfach zurzeit keine Klausurenphase habe. Aber das wird wieder kommen. Ihr habt ja gemerkt, dass ich auch mal eine Woche lang nichts hochlade. Und damit ihr auch einfach gleich von Anfang Bescheid wisst, ich bin nicht verschollen oder so. Nein, es liegt einfach daran, dass einfach die Schule echt viel Zeit im Anspruch nimmt. Und ich habe gerade zur Zeit ein bisschen Entspannungsphase, aber das wird sich sehr, sehr bald ändern. Also ich glaube diese Woche und dann geht es glaube ich auch schon wieder knallhart los, denn muss ich meine 5. PK fürs Abitur vorbereiten. Und da werde ich auf jeden Fall ein bisschen das Zocken vernachlässigen und mich komplett wieder auf die Schule konzentrieren. Damit ihr auch gleich Bescheid wisst. So. Haben wir jetzt auch noch ein bisschen Zuckerrohr für die anderen aufgestellt. Zack. Das werde ich auf jeden Fall behalten. Mache ich gleich mal Papier draus, um dann wieder ein paar Bücher zu machen. Wer weiß, vielleicht machen wir heute auch noch einen Amboss. Einen Amboss sage ich schon. Ja, ein Amboss wäre auch ganz cool. Aber ich meine, noch ein paar Bücherregale. Auf jeden Fall habe ich doch genügend Leder.
Hä? Egal. So. Auf jeden Fall werden da zwei Bücher, glaube ich, nicht reichen. So. Also, wie gesagt, ihr könnt gerne mal in den Kommentar lassen, wie ihr das Haus findet bis jetzt. Würde mich mega freuen, wenn ihr natürlich dann auch eine Bewertung da lässt. Und wie gesagt, über jede Bewertung bin ich glücklich. So, sechs Bücher reicht perfekt für zwei Bücherregale. Und da brauchen wir eigentlich nur noch einmal. Zack. Jo. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, die Bücher. Ah, da fehlen. Ist dann, nee. Doch. Jetzt habe ich gerade, jetzt war ich ein bisschen verwundert. Sorry. So. Müssen wir auf 15 haben. Müssen wir noch auf Level 30 verzaubern können. Zack. Was rein. Ja gut, vielleicht nicht gerade das. 24. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich baue den mal kurz ab. Vielleicht liegt es auch daran. So. 24. Ja gut, wenn ihr wisst, warum ich nur bis Level 24 verzaubern kann, dann schreibt es mir gerne auch mal in die Kommentare, was ich daran ändern muss. Und ja. So sieht das ganze Konstrukt mal von innen aus. Also habe ich mir so eine kleine Wendekappe gebaut, um nachher wirklich oben aufs Dach zu kommen. Der mir jetzt aber auch nichts mehr bringt, denn ich fange jetzt schon die andere Seite an. Und ja, ab hier werde ich ein bisschen vorspulen, damit ihr so ein bisschen den Aufbau weiter verfolgen könnt. Muss ich jetzt wirklich wieder fahren gehen? Ich habe kein Leben mehr, nichts mehr. Das heißt, irgendwie, das Dach ist immer nicht fertig. Da fehlt noch so viel. Wenn wir uns mal die andere Seite angucken und die Seite angucken, muss ja auch noch das Ganze, den ganzen Sand abtragen. Also, es ist schon, es schreitet weiter voran, das Haus, aber halt nicht so schnell, wie ich eigentlich gedacht habe. Ich dachte eigentlich, dass ich das Dach mit den Sachen also komplett fertig fahren kann. Aber da habe ich mich jetzt gerade anscheinend getauscht. Warum baue ich das jetzt ab? Das war jetzt nicht gerade schlau. So. So. Jetzt kommen wir immer noch auf. Und ja. Auf jeden Fall kommen denn in die Fenster noch Glasscheiben rein. Und ja, wenn ihr mehr von solchen Folgen sehen wollt, wo ich halt noch ein bisschen was baue und ihr so ein bisschen als, also ein bisschen dabei seid und ja, dann lasst auf jeden Fall erstmal einen Daumen nach oben da. Wenn du neu auf meinem Channel bist, kannst du gerne auch ein Abo da lassen. Würde mich extrem freuen. Ich möchte mich natürlich für meine Abonnenten alle nochmal bedanken, die mich abonniert haben. Mich freut das sehr und dass ihr auch regelmäßig meine Videos guckt. Und ja, ich überlege auch dann mal so eine Art... Oh, jetzt habe ich keinen Stein mehr, egal. So eine Zuschauerwand hier einzurichten, dass ich einfach nur die Leute, die immer unter meinen Videos kommentieren,
halt den Namen hier ranschreibe. Und ja, wer weiß, vielleicht brauche ich noch einen Keller, wo ich das denn mache, weil hier kann man ja auch nochmal schön runterbauen hier. So einen geheimen Keller wäre auch bestimmt sehr, sehr nice. Und ja, wenn ihr auf jeden Fall mehr von solchen Folgen sehen wollt, vergesst auf gar keinen Fall, dann ein Like da zu lassen. Und wenn du, wie gesagt, neu auf dem Channel bist, kannst du mich gerne abonnieren. Ich bin der Sekling Rasko und ich würde sagen, für die heutige Folge war's dann das auch. Also bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschö mit Ö.